Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier zurück zu City Skyline und einen kleinen aber feinen Problem. Die Wasserversorgung hier drüben ist noch nicht sichergestellt. Jetzt schon. Das Ganze gilt auch mit der Stromversorgung. Obwohl, das ist eigentlich alles, nee, das war alles sogar ein Gebiet. Finde ich sehr gut. Und weiter. So, die Nachfrage nach dem Gewerbegebiet. Oh, Moment. Da war die Wasser. Strom dürfte ja trotzdem passen. Na, jetzt beklagen sich auch einige über Strom. Warum? Die Stromindustrie? Der Strom ist hier mit angekoppelt. Da kann natürlich nur wieder eine Hashtag Windturbine helfen, die irgendwie noch ihr Bestes versucht, hier aus diesem, ja, nennen wir es mal, kleinen Wald rauszukriegen. 6 MW können wir hier rauskriegen. Gut. Dürfte das Stromproblem vorerst auch erstmal geklärt haben. Und es wächst und wächst und wächst. Unsere kleine Stadt. Bling. Haben sie Hashtag Geldbeutel verloren? Ich habe einen schwarzen gefunden. Jo. Wir gucken gerade mal hier zum Thema Steuern. Könnte mal auf 1% anheben hier. Schade, das auch nicht. Frage nach Wohnraum ist weiterhin da. Und dieser sollte auch gesättigt werden. Gegen die Brände. Ja doch, Feuerwehr haben wir schon, ne? Ihr müsst uns so bloß mal ein bisschen was machen lassen. So, gerade hier ist nichts. Ja, gut, kann ich verstehen. Bauen wir eine Feuerwehr hier hin. Und wir haben schon wieder Probleme mit dem Strom. Na, wir finden uns eigentlich noch im gelben Bereich. Gelb ist noch nicht ganz verloren. Wir bräuchten 2500 Einwohner, um das Problem dann irgendwie mal konsequent zu beheben. Oh. Wir haben jetzt mal ein Darlehen hier aufgenommen. Da können wir uns jetzt erstmal noch ein Windrad hier hinstellen. Wir bleiben bei grüner Energie, ist ja nicht das Problem. Geringe Zufriedenheit. Bürger sind unzufrieden. Versuchen wir es mit einer Platzierung im Park. Kleiner Park. Ja, nur aller. Was soll ich denn hier an Gebäuden wegruppen? Also ganz ehrlich. Das ist ja momentan so gut wie gar nicht möglich. Ja, das ist Parkanlagen dahin zu konstruieren. Will den Leuten ja was geben, ohne Frage, aber ich
Das geschieht dann aber auch auf all dem auf Kosten. Im Endeffekt auf Kosten des Wohnraums, den wir hierdurch verlieren. Das Ganze müssen wir nochmal mit dem Wasser verbinden. So wie mit der örtlichen Nacht über dem Atlant. Der örtlichen Sicherheit. Krankenhaus und das gleiche mit der Feuerwehr. Naja, und natürlich die Bildung darf auch nicht vergessen werden. So. Und windtechnisch sieht es momentan wieder mal richtig drüber aus. So, und dann wollen wir das Ganze jetzt einfach mal hier mit diesen komischen Stadtvierteln ausprobieren. Also, wenn ich jetzt sage, hier. Oh, das Ganze hier. Ja, so. Das ganze Gebiet von mir aus hier ist mit den Richtlinien versehen, Stromverbrauch. So. Sorgen Sie dafür, dass das ganze Land parken. Erhöht den Bodenrichtwert des Parks, Plätze hier rum. Oder KA. KA ist natürlich auch eine sehr schöne Sache. Können wir eigentlich das ganze Gebiet hier nehmen? Sieht auf jeden Fall, ich muss schon sagen, sehr interessant aus. So. Stadtviertel markieren, ja doch. Was war denn hier zum Beispiel? Komisch, einzigartige Gebäude, kann ich noch gar nicht dazugreifen. Wie sieht denn im Allgemeinen die Zufriedenheit aus? Sind alle zufrieden? Bin ich sehr zufrieden. Bis auf ein paar einzelne Gebäude, also von daher, wir machen momentan Minus, das gefällt mir nicht. Es ist Nachfrage nach Gewerbegebiet jetzt gekommen.
Ja, so ein eigenes Gewerbe. Stimmt. Gewerbegebiet, Gewerbegebiet. Eieiei, warte mal, jetzt sollten wir mal kurz aufs Geld aufpassen, weil wir machen gerade leider Gottes Minus. Hat halt trotz all dem mehr nach Gewerbe gefragt, aber trotzdem machen wir momentan halt einfach viel zu viel Minus. Das gefällt mir gar nicht. Ich glaube, das teuerste, was wir haben, ist die Feuerwehr hier. Die Feuerwehr einfach senken. Dass die Feuerwehr einfach nochmal 50 läuft. Damit können wir, denke ich mal, schon ganz gut auskommen. Alles klar, ne, jetzt läuft es wenigstens erstmal mit der mehr oder weniger mit der Stromversorgung. Wir müssen halt momentan irgendwie noch ein bisschen mehr Kohle machen. Kling, kling. Das Gewerbe kommt halt der meiste Umsatz. Besteht halt momentan große Nachfrage an. Wie lange ist denn das Ganze jetzt überhaupt? Zahlungszeitraum sind noch 6 Wochen. Machen 1000 plus momentan, was auch sehr schön ist. Ich meine, ich weiß gar nicht so genau, Feuerwehr. Oh, Meilenstein Typ 4, Alter, 2600, ich habe ein neues Gebiet, ich habe neue Dienstleistungen, Transport, einzigartige Gebäude und Bus, ich habe Erzindustrie, Spezialisierung, Recycling und Freizeitnutzung, sowie neue Straßen, Kleeblattkreuzung, Dreibahnkreuzung, großer Kreisverkehr, Autobahn und Autobahnauffahrt, sowie Busdepot, fortschrittliche Windturbine und Friedhof, okay. Nice.
Ja, Kreisverkehr, das ist so. Konnte mit Kreisverkehr irgendwie nie wirklich was anfangen, wenn ich ehrlich bin, also. Ein Kreisverkehr regelt zwar mehr oder weniger alles auch mit und ohne Staus. Also, von daher. Dann haben wir da so eine riesige Autobahn, Halleluja. Hier haben wir einen großen Kreisverkehr, also keine Ahnung, war ich nie so wirklich ein Fan davon. Das ist so die, die ich jetzt hier gerade baue, vierspurige Straße. So, die Nachfrage am Industriegebiet erhöht sich auch, das freut mich. Dann bauen wir nämlich neben der ganzen Sache hier. Da bauen wir nämlich unser Industriegebiet hier weiter aus. Brauchen dementsprechend nur die Verbindung der Wasserversorgung bis hierher. Das würde ja vollkommen ausreichen. Und die Wasserverbindung. Und die Wasserverbindung zum dem Punkt. Und dann hätten wir ja eigentlich auch schon alles. Ich denke, wir sind erstmal für den Part fertig, meine Freunde. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr mögt, Däumchen da lassen, nicht vergessen. Und bis dann, haut rein. Ciao.